Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem alten Biersüffler. Ja, heute auf dem Gabentisch wieder mal ein Berliner, also ein regionales Bierchen und zwar ein Pilz und das Berliner Bürgerbräu Premium. Ja, das schaut so aus, kommt aus der Kindl- und Schultheißbrauerei, hat 5% Umdrehungen und ist jetzt nicht so ein typischer Vertreter, den man jetzt so, ja, ich sag jetzt mal regelmäßig im Einkaufswagen hat. Also so von den Berliner Bieren, da wissen wir alle, das ist das Schultheiß oder halt auch das Berliner Kindl selbst aus der Kindl-Brauerei. Aber jetzt hier so dieses, ja, Berliner Bürgerbräu ist jetzt nicht so ganz, sage ich mal, ja, so oft im Einkaufswagen drin. Ja, was haben wir drin? Da haben wir drin, ja, ganz klar natürlich, Wasser haben wir drin, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Kein Hopfen und vom Etikett her, ja, ist so ein bisschen aufgepeppt. Ist jetzt auch keine Stilikone, aber okay für einen Pilz, denke ich mal. Ne? Hier oben auch nochmal so, steht auch überall so Pilz drauf. Also wir dürfen uns heute auf so einen kleinen herberen Vertreter freuen. Ich habe auch richtig Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe gerade eben so ein bisschen Minecraft gezockt jetzt hier, ne, so zum Wochenende hin schon mal so ein bisschen in Stimmung kommen und habe heute ganz vergessen, Bier zu trinken irgendwie und das holen wir jetzt auch glatt mal nach. Also machen wir mal auf. Zack, auf dem Esel. Ja, riecht sogar ein bisschen herber. Der Kronkorken ist einfach nur Gold, also da ist jetzt eine Strauß für Sammler, denke ich mal, uninteressant. Genügend Frische kommt aus der Flasche heraus. Ist übrigens eine Longneck-Flasche, wo das Bier abgefüllt worden ist. Hier haben wir uns heute wieder für unseren Bierschwenker entschieden. Ich kenne das Bierchen schon, deswegen, ja, will ich es da auch nochmal testen. Blub, 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 blub. Da läuft es auch recht gleichmäßig hinein. Leichte Welle. So. Und gucken wir mal, ein Blümchen noch hinbekommen. Das sollte möglich sein. So. Zack, und drin ist es. So, was haben wir da? Würde ich sagen, ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Erster Eindruck. Okay. Schauen wir uns mal an, was wir für ein Blümchen haben. Eins, zwei. Bei diesem Glas sieht das immer ein bisschen schwierig aus, bei diesem Schwenker, weil der sich so oben verjüngt. Sind aber, wenn wir jetzt hier so ansetzen, so an der Seite, so knapp zwei Finger Breite haben wir da. Die Blume selbst, feinporig, sehr fluffig, cremig, recht linear, kaum Kraterbildung, wenn dann so ein bisschen zentriert und ja, ein paar, sage ich mal, eher durchschnittliche Luftbläschen, die einen auch anlächeln, also recht freundlich, macht einen spritzigen Eindruck und ja, festigt sich soweit. Finde ich ganz gut. Bleibt also auch ein bisschen erhalten. Finde ich schon mal schön. So, was haben wir da? Von unten Blumenteppich. Keine Risse, keine Löcher. Wird gut nachgebildet. Bei, ja, eher minimaler Bläschenbildung von der Kohlensäure. Perlt also nur an vereinzelten Stellen. Dafür aber tatsächlich vom Boden aus bis nach oben und das recht gleichmäßig. So, dann haben wir es erstmal filtriert, das Bierchen. Kann man durchgucken und ist, würde ich sagen, klassische Pilzfarbe. Das Getreidegold, eher ein bisschen heller. Ja, schaut auch ein bisschen würzig aus. Finde ich ganz gut. Ja, gehen wir kurz noch ein Stück rein. So, von der äußeren Erscheinung her bin ich eigentlich recht zufrieden. Gebe ich 7 von 10 Punkte. Finde ich ganz gut. Machen wir mal anschnuppern. Ja, also das Getreide, das kann man auf jeden Fall herausriechen beim Anschnuppern. Und den Hopfenextrakt, diese eher bitteren Nuancen, die kann man tatsächlich auch schon im Anschnuppern herausfinden. Recht schlicht das Ganze, eine leichte Säure schwingt noch mit, würde ich sagen. Ist aber dezent im Hintergrund. Ja, ist soweit okay, finde ich. Ist okay. So, ihr Lieben, ich würde sagen, machen wir einen Antrunk. Den lieben wir da immer. Auf euch, auf das Bierchen. Und wollen wir mal gucken, lassen wir es mal schmecken hier. Mhm.
Von der Leine gelassen, das Herbe, ne? Ja, hat man gar nicht mit gerechnet beim Antrunk. Also im Antrunk merkt man bereits schon, da passiert einiges. Also als erstes diese Säure, die sich so ein bisschen eher dezent im Hintergrund gehalten hatte beim Anschnuppern, die macht sich doch eigentlich relativ schnell breit, und zwar so mittlerer Bereich bis hinterer Bereich der Zunge. Dann haben wir doch eigentlich recht vollmundig das Ganze im Mundraum drin. Schön weiches Wasser, erstaunlich für Berliner Verhältnisse, muss ich sagen, finde ich gut. Ja, dann verschwindet die Säure so ein bisschen und dann rechnet man gar nicht damit. Deswegen sagte ich, von alleine gelassen, und dann kommt der Hopfenextrakt ziemlich intensiv zum Vorschein, und der ist dann erstmal so an der Backeninnenwand so erstmal zu spüren, auf der hinteren Zunge, und geht auch so tatsächlich schon in den Gaumen rein und bleibt tatsächlich auch im Nachgeschmack schon. Also das ist schon sehr intensiv. Ja, und dann würde ich als dritte Komponente noch eine Spritzigkeit herausschmecken beim Antrunk. Ist schon doch recht spritzig vom ersten Eindruck her. Ist soweit okay. Machen wir mal Mittelteil. Dann können wir mal ein bisschen mehr trinken. Einen größeren Schluck nehmen. Ich mag den Gerstenmalz recht gern. Der kommt ganz gut. Der ist nicht so intensiv. Der ist richtig schön so. Macht da sich's gemütlich auf der Zunge, finde ich ganz gut. Wird allerdings weggedrückt. Wieder von alleine gelassen. Ne? Der Hopfenextrakt, da ist er wieder. Und ja, da merkt man auch ganz klar, wo hier bei dem Berliner Bürgerbräu der Hammer hängt, wo man den Fokus drauf gesetzt hat. Das ist ganz klar, diese herbe Note, die wollte man wirklich erzwingen, dass es wirklich nach einem Pilz bitter schmeckt, durch den Hopfenextrakt, und hat den wirklich recht intensiv nach vorne gehoben. Erstaunlich, den Alkohol von 5 Umdrehungen merkt man jetzt eigentlich nicht. Gutes Pilz, 4,85 ist schon in Ordnung. Und merkt man nicht. Ja, mehr passiert da auch ehrlich gesagt. Ich habe schon überlegt, so ob man auch eine kleine Würze schon rausschmecken kann, aber da merke ich auch nichts. Also eigentlich, was bleibt, ist tatsächlich so eher so diese bitteren Nuancen vom Hopfenextrakt. Schade eigentlich. Hätte ich mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr passiert, ne? Gerade bei dem letzten zum Beispiel, ne? Bei dem Bärenpilz, ne? Nee, Bärenbräu, was wir hatten. Das war noch ein bisschen interessanter gewesen. Ja, machen wir mal noch einen Abgang. Machen wir den auch noch mal eben fertig. Oh. Oh. Ist aber dynamisch, Mensch. Ja, also samtig ist er nicht. Geht tatsächlich eher so ein bisschen ins Härtere rein, ins Rauere rein. Schickt nochmal als letzten Gruß ein bisschen Säure hervor. Und auch wieder der Hopfenextrakt, der auch schon wieder so ein bisschen kleben bleibt, so ein bisschen pappig wird. Ne? Also ich glaube, wenn man das den ganzen Abend trinkt, hast du auch schon wieder so eine Pappschnute. Weil das schon wieder alles, also ist nicht ganz so extrem wie so bei so einem schlechten Export. Aber man merkt schon, da ist irgendwie noch nicht so, nicht ganz so dolle. Ja, fassen wir mal zusammen. Berliner Bürgerbräu. Was haben wir denn da für ein Gebräu? Ja, da haben wir ein Bier, was ich mir persönlich ganz gut zum Abendessen tatsächlich vorstellen könnte. Das ist so ein schöner Alltagsbierchen. Das kannst du auf jeden Fall den Gästen servieren, ohne dass ihnen schlecht wird oder ohne dass sie eine blöde Erfahrung, sage ich mal, machen mit dem Bier. Deswegen so zum Abendbrot, da passt eigentlich fast jedes Essen zu, kann man auf jeden Fall machen. Als Imbissbier würde ich es auch tatsächlich als tauglich empfinden. Biergarten, Baggersee, also wieder eher Sommeraktivitäten, gibt es Besseres, würde ich sagen. Also es ist wirklich so ein Ding hier,
Ja, das kannst du mal, wenn es nichts anderes gibt, so die zweite Wahl. So würde ich das bezeichnen. Das ist so ein Bierchen so von den Berlinern, wenn wir jetzt mal so die Big Five nennen würden, dann ist das so die zweite Wahl, dritte Wahl, so in diesem Bereich kommt es. Als erstes würde ich da vielleicht tatsächlich zum Schultheiß greifen. Da hat man schon so Berliner Brautradition. Als zweites, wobei sich bei Platz 1 natürlich die Leute streiten, ne, ob sie nicht vielleicht lieber das Berliner Kindl oder das Jubiläumskindl dann nehmen. Ich würde dann sagen, meine erste Wahl wäre tatsächlich dann das, ja, das Bärenbräu. Das wäre so das Berlinbräu, ne, so in diese Richtung rein. Und Schultheiß halt. Ne? Und es wäre dann erst so dritter Platz oder so würde ich da wählen. Einfach mal, um anderen Geschmack zu bekommen. Aber das ist jetzt nicht Sensationelles. Ja, zum Abendbrot okay. Aber so zum Genießen oder so, sich zum entspannt hinsetzen für einen Bierabend oder so, würde ich es eher nicht empfehlen. Ja, wie bewerte ich denn das? Ist okay, ist solide. Kann man trinken, ist jetzt nicht so übertüncht mit irgendwelchen, ja, Aromastoffen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Komponenten, hört sich besser an. Komm, 6 Punkte. 6 von 10 Punkte für dieses Berliner Bürgerbräu Premium Pilz. Ja, trinkt da aus dem Krug. Habe ich auch schon mal aus dem Krug getrunken. Gleiche Erfahrung gemacht. Gut, damit ist der Bierseufzer draußen, meine Lieben. Wir sehen uns wieder beim nächsten Biertest und mal sehen, was wir da auf dem Gabentisch haben. Bis dann. Tschüss.